Now turn up. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge auf meinem Kanal. Wir zocken heute wieder Ark. Und wir sehen schon, wir haben etwas gebaut, also ein bisschen was gemacht. Wir haben jetzt 5 Schmelzöfen, da ist auch Metall drin, können wir immer gerne reingucken. Da, ja, so voll ist jeder Ofen auf jeden Fall. Die Kohle können wir auch noch verwenden nachher. Wir haben hier Mörser. Wir haben hier, glaube ich, sogar auch noch Narkotikmittel. Oh, da machen wir noch ein paar Pfeilchen von. Narkotikpfeile. Auf jeden Fall findet am Samstag wieder oder am Sonntag. Ja, Freitag und Samstag kommt der Ark-Stream. Und Fortnite-Stream. Ich mache 2 Streams dann. Hierfür dort noch Fleisch drin, glaube ich. Ja, ich will Fleisch. Da können wir gleich ein bisschen Narkotikpfeile wieder, also Narkotikmittel machen. So. Wie ihr seht, habe ich auch ein Schwert. Das habe ich auch aus einem Loot-Case gefunden. Da waren wir auf dem Berg. Im Stream. Stellen wir hier noch ein bisschen her. Dann zeige ich euch mal unsere Bewässerungsanlage, was wir gebaut haben. Und wir haben jetzt auch Raptoren und Iguanodon und den Petranodon haben wir auch. Den benutzen wir aber noch nicht. Da hinten ist unser, sagen wir so, wir produzieren den Dünger. Also der kackt sozusagen. Der kackt hier, das sehen wir auf. Dann tun wir das hier in den Kompostbehälter rein, den wir gebaut haben. Mit Stroh. Und dann wird daraus Dünger. Der hält. Okay, der kann nicht verfaulen. Das heißt. Und ich habe schon mal angefangen, hier oben eine Bewässerungsanlage zu bauen. Also da fehlen noch die Wasser hin und die großen Beete, da muss ich noch leveln. Die großen Beete kommen dann hier hin, dann kommen hier Narkotikmittelbeeren hin. Und von jeder Sorte einmal ein Beet. Also Kartoffeln, Mais, Zitronen und ja, werdet ihr dann sehen, das werde ich dann nochmal zeigen. Und ich habe einen Terrazino gezähmt, falls, wer weiß wer das ist, ich werde euch den jetzt nochmal zeigen. Das ist so eine Art Vogel mit langen Krallen. Den kann man nachher gut zum Farm verwenden. Den Dino. Und noch den Agentavus zeige ich auch noch mal gleich. Auf jeden Fall. Okay, wir leveln den auf Gewicht. Dann kriegt er hier noch Harvesting Level. Sanftes Ernten machen wir einmal. Zweimal. Sanftes Ernten ist sehr sinnvoll. Das ist hier ein Agentavus. Warte, den platziere ich hier immer um. Einmal wegplatzieren, der soll hier hinten irgendwo hin. Hier kommt ja nachher noch meine Hauptbase, also mein eigenes Haus hin. Guck mal, jetzt sieht der hier schön. So. Unser Tipi. Da hinten ist unsere Moshops-Farm. Die Diplokodus beschützt die. Das heißt, er steht ja immer noch rum die ganze Zeit. Die Moshops-Farm hier automatisch für uns. Also Beeren und Fasern, Strohholz. Das können wir dann auch rausnehmen. Hier sind irgendwo noch ein paar mehr Moshops. Ich weiß gerade nicht, wo die alle hin sind. Hier sind auf jeden Fall 2. Hier waren irgendwie 6 Stück oder so. Hier unten laufen auch noch welche. Auf jeden Fall werde ich dann nächstes Wochenende, oder wir haben dann schon die Bewässerungsanlage und Narkotikbärenfarm. Dann werden wir weitermachen. Da ja, das nochmal Jobs. Das. Nee. Die laufen hier irgendwo rum. Ja. Wir haben auch ein bisschen Metall gefarmt, also habe ich ja gesagt, das ist ein Schmelzöfen. Wir haben hier Metall gefarmt, das ist ein Metallstein hier sozusagen. Das haben wir mit Spitzhacke abgebaut. Ich habe eine Armbrust gefunden, mit Narkotikfallen habe ich die ausgerüstet. Das ist ein Drop da hinten. Das ist ein Drop, den holen wir uns kurz noch. Oder ist er zu weit weg? Naja, der ist zu weit weg. Ach, dann würde ich sagen, habe ich erstmal soweit alles gezeigt. Fehlt noch irgendwas. Da oben ist einmal Petrano dann drauf, alles klar. Wenn euch das gefällt, dann lasst ein Like da, abonniert mich und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, von Ark Ragnarok. Ja, die haben normale Sachen im Inventar. Ja. Ach ja, was ich ganz vergessen habe, wir haben eine seltene Blume gefunden, wo man selten Samen rauskriegt. Ich werde es euch jetzt zeigen und dann erklären. Das ist eine sehr seltene Blume. Da haben wir sehr viele Samen rausgekriegt. Da drinnen müsste die sein. Diese Samen hier, das sind Spezie X Pflanzensamen. Damit kann man nachher die in große Beete einpflanzen, da kann man damit nachher Pflanzen züchten, die einen verteidigen. Also die verteidigen dann unsere Base.
Das steht da auch noch mal. Ach, darf ich sagen, ich habe alles gezeigt. Wir sehen uns in der nächsten Folge und haut rein.